Wusstest du, dass die Bayern seit 22 Champions League-Spielen auswärts ungeschlagen sind? Das sind nicht gerade die schlechtesten Voraussetzungen vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Villarreal. Und wusstest du, dass es Statistiken gibt, die den Frankfurt-Fans durchaus Hoffnung auf eine Sensation ihrer Eintracht gegen Barca machen können? Wenn nicht, dann erfährst du jetzt mehr in Kompakt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen YouTube-Format. Ich bin Danne und habe bisher durchs Kicker-Fußballprogramm auf TikTok geführt. In Zukunft werde ich euch zusammen mit Marc, den ihr ja schon von unserem YouTube-Kanal kennt, mit Infos zu nationalen und internationalen Spielen, Statistiken, Spielern im Fokus und kuriosen Fakten versorgen. Und das jede Woche bis zum letzten Spieltag, damit ihr gut gewappnet in die Crunch-Time der Saison geht. Lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, wie euch das neue Format gefällt. Los geht's mit den internationalen Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Da steht die Champions League und die Europa League auf dem Programm. Im Viertelfinale der Champions League ist der letzte übrig gebliebene Vertreter aus der Bundesliga, wie soll es anders sein, der FC Bayern. Der Rekordmeister tritt im Hinspiel in der Runde der letzten 8 morgen beim FC Villarreal an. Zeitgleich bekommt es Thomas Tuchels Titelverteidiger, der FC Chelsea, mit Real Madrid zu tun. Besonders unterhaltsam könnte es heute Abend an der Seitenlinie bei der Partie zwischen Manchester City und Atletico Madrid werden. Die beiden Trainer, Heißsporne Pep Guardiola und Diego Simeone, treffen aufeinander. Außerdem, Kloppos Liverpool muss bei Benfica Lissabon ran. In der Europa League gibt es am Donnerstag aus deutscher Sicht ein absolutes Highlight. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Barcelona. Was für ein geiles Spiel für die Eintracht-Fans. Und RB Leipzig empfängt Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo. Wusstest du, dass die Bayern statistisch gesehen die absoluten Kings der Champions League der letzten Jahre sind? In den letzten 29 Champions League-Partien gab es nur eine einzige Pleite. Das 2:3 im Viertelfinale gegen Paris in der letzten Saison. Die Bayern und die Champions League, die haben da doch irgendwas am Laufen. Auch diese Saison sind sie das einzige Team ohne Niederlage. Und wusstest du, dass die Partie zwischen Frankfurt und Barcelona eine Premiere in der Europapokalgeschichte ist? Zum allerersten Mal treffen die beiden Traditionsvereine aufeinander. Die Eintracht-Fans träumen natürlich von der Sensation. Und das zu Recht. Die Hessen verloren keines ihrer letzten 8 Spiele gegen spanische Teams. 5 Siege stehen 3 Remis gegenüber. Das wichtigste Duell mit einem spanischen Team verlor die Eintracht allerdings. Das ist aber schon eine ganze Weile her. 1960 unterlag Frankfurt im Finale des Landesmeistercups die heutige Champions League mit 3:7 gegen Real Madrid. Players to watch gibt's in dieser Woche vor allem beim Duell zwischen Chelsea und Real. Kai Havertz ist in überragender Form. In den letzten 4 Premier League Spielen erzielte er 4 Tore. Chelseas erfolgreichster Champions League Torschütze ist mit 3 Treffern überraschenderweise Timo Werner. Und das, obwohl es in der Liga mal so gar nicht bei ihm läuft. Er schoss nur 1 Tor in 15 Partien. Bei den Königlichen überstrahlt der alte Mann schon lange alles. Karim Benzema ist wie guter Wein, im Alter immer besser. 24 Tore in der Liga, 8 in der Champions League und eine Gala im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris. Zwischen seinem 2. und 3. Treffer lagen nicht mal 2 Minuten und gerade mal 10 Sekunden nach Wiederanstoß. Das war unsere allererste Folge Kompakt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns natürlich mega über euer Feedback in den Kommentaren freuen und über ein Abo. Die nächste Folge von Kompakt gibt's am kommenden Dienstag. Schaut gern wieder rein. Bis dahin.